gehört haben. Naruto, du bist nur noch auf Platz 7 an der Bayer. James, ich habe gesagt, ich habe kein Geld mehr, deswegen geht nicht. Boah, wie laut dieses Klicken ist, wenn die Regie sich anmacht. Ja, danke. Ist ja heftig. Ja, und wenn er was sagt. So, wir können mal reinspringen ins nächste Match. Und rechts unten gespawnt, das ist der blaue Protoss vom Team Planet Kid NMX aus Deutschland. Kung Fu Banda! Das war sick. Ja, da tobt das Publikum. Guck dir die. Ergreifst du eigentlich etwa gerade Partei aufgrund von Nationalität? Das finde ich nicht okay. Links oben die Verlierernation vom Team Millennium aus Frankreich. Lelbo! Was, 336? Das sind ja 67 Wasser und 1 Euro. Ja, aber die Augenversicherung wird vermutlich dann erstmal testen, ob ich überhaupt noch gucken kann. Ja. Oh Mann, ey. Junge, Algol, wenn du weiter trollst, muss ich dir leider gleich einen Timeout geben. Wie du das immer auf dem Stream ansagst, wenn du jemanden timeoutest. Nee, ich möchte ihn nur warten. Bestätigst du dich damit selber? Nee, es gibt ja bist du unsicher? Es gibt ja die Meinst Chance. Du abends? Es gibt ja die Chance zur Besserung. Und der Algol sagt, ich bin Gold, aber eigentlich habe ich eine Strategie, die auf jeden Master durch. Und ich sage ihm, nein. Und naja, wir gucken auf jeden Fall das PvP. Ist es dein Ernst, dass du jetzt hier anfängst zu trollen? Ich gehe auch nicht es in deinen Photoshop Timo. Und der trollt mal immer. Da irgendwie drin rum. Das hast du auch schon gemacht. Hab ich nicht, mehr. Wer ist denn dieses schlechte Du von Lambo? Auf der Couch. Das ist halt schon eine Beleidigung. So. Für wen? Für mich. Hashtag Rambo für ich brech den Moll um das Genick, Freunde. Und also das entscheidet jetzt die Community. Mhm. Wie fühlt sich das so an? In der Community ja. Quasi reingezogen. 5 Euro Donation und du machst Glatze. Entscheidet jetzt auch die Community. An mich selbst dann schon. 15 Euro und wir schneiden dir so ein Stück vom Kopf ab. Ja, nice, geil. Da ist Lambo für den gesamten Abend down gegangen. Guck mal, die Community sagt ja, Mollumschlag Naruto ins Gesicht. Das war der Sascha. Und, ja, der hat gesehen, PvP. Ist ja gut, chillt mal aus jetzt hier. Bei beiden Cybercore im Bau. Bei Kung Fu Banda darüber hinaus der Zealot. Und Alarm, Freunde. 2x PvP am Stück. James, schlag dich selber K.O. Sehr gut, der Christian. Boah, Christian kriegt auf jeden Fall was ausgegeben, wenn ich wieder Geld habe. Und Mollum-Tausch gegen Lambo. Na, guck mal, die Leute wollen dich immer noch weiterhaben. Ich glaube, das heißt eher das. Mollum-Schlag, ja, Naruto ins Gesicht. Ja, guck mal. Ja, komm. Go. Ja? Go. Ja? Ja, go. Hier. Go, go. Wieso da... Da steht Aua. Da drauf. Also. Willst du jetzt auch? Müssen wir irgendwie... Nee. Doch nicht? Okay. Nee. Aber das muss jetzt reichen. Wie viel Genugtuung war das jetzt, um ehrlich zu sein? Eigentlich gar nicht so viel. Weil Gewalt ist uncool, Kinder. Geht zur Schule. Nehmt keine Drohung. Bam! Das hätte ich so richtig auf dem Knöchel, Junge. Aber nee, so bin ich natürlich nicht. Stargate gegen Twilight Council. Ich persönlich bin immer der Freund von der Twilight Council. Aber das natürlich kommt immer darauf an, wie die Situation halt ist. Mann, der James, ne? Bist du eigentlich dafür, dass wir den James mal schlagen? Ja. Schon, oder? Ja. Also irgendwann ist auch genug getrollt. Naja, auf jeden Fall. Die Probe wurde rausgenommen, konnte also nicht mehr scouten. Und jetzt die Frage, Kung Fu Banda, macht der Blink Pressure oder spielt er wirklich ganz, ganz safe Blink mit Echse vielleicht? Aber aktuell, ja, da kommt das Gateway 2 und das Gateway 3 sollte eigentlich auch kommen. Laut GG Tracker ist Algol nur Bronze im Spending Skill. Lol. Junge, Junge, die Leute, ne? Das war gestreichelt. Tatsächlich unterschätzt man, dass so eine Ohrfeige richtig hart scheppern kann. Deswegen habe ich auch nicht so fest, weil du tust mir, ich war eigentlich, aber du hast danach gefragt, von daher. Du wolltest so, du hast ein schön weiches Bein. Ist das Speck? Ja. Nice. Kannst du meinen Speck in Ruhe lassen jetzt? Der Mollum ist ein richtiger Assi, nur weil er 1,94 Meter ist und trotzdem noch schafft, fett zu sein, muss er nicht den Kleinen mobben. Wusstest du eigentlich, dass Deathrow nur 1,60 groß ist? Was? Das stimmt nicht. Der ist so das groß wie Hack. Was? Ja. So, auf jeden Krass. Fall. Sehen wir gerade warte, was sind das für Proxy-Pilots von Lilbo? Ja, okay, er cancelt ihn auch. Wollte vielleicht ein Gateway-Pressure oder sonstiges faken. Ja, da kommt das Orakel, aber Photon Overcharge ist da. Und, naja. Kung Fu cheest praktisch nie im PvP. Ja, Stalker-Pressure ist auch nicht unbedingt cheese. Also, wenn du da nicht komplett committest. Und wenn der Gegner vor allem auch seinen Nexus selber noch nicht gespielt hat, dann ist das noch viel weniger Commitment. Aber wir sehen, bei Lilbo kommt jetzt der Nexus.
Und beziehungsweise ist sogar schon halb durch. Trotzdem, Stalker Pressure würde mir auf jeden Fall gefallen. Wir sehen auch, er hat den Proxy Pylon, um ranzuwarpen. Also mal gucken. Castet R3Z nicht mehr. Der wird auch diese Woche casten, glaube ich. Der hatte ja Urlaub verdient. Du hast auch Urlaub verdient, du hast trotzdem keinen. Ich hatte. Ja, Zwangsurlaub. Ja, es war aber Urlaub. War nur ein Spaß, ja. So, du hast gebootcampt. Guck mal, 2 HP. Easy. Puh, gerade so das. Es ist mir im PvP eigentlich egal, da werde ich auch nicht wütend. Die sollen sich ruhig gegenseitig. Da verliert ihr auf jeden Fall einen Protoss. Aber weißt du, was das Schlechte ist? Es sind auf jeden Fall jemand. 2 Protoss durch. RIP. Boah, wir haben heute. Der Morgul hat ein richtiges, richtig gutes Foto gemacht vom Marius. Das ist von der Gamescom. Ja, oh mein Gott, das habe ich gesehen. Und der hat selbst gesagt, kein Photoshop, gar nichts. Und das ist. Wie geht das? Ich habe keine Ahnung. Der lag halt so auf dem Boden und sein Körper war halt quasi so geknickt, quasi so an der Hüfte. Er sieht halt aus, keine Ahnung. Der sieht aus wie eine dicke Karikatur von sich selber. Ja, eigentlich schon. Also hätte man den richtig krass. Ich sag jetzt nicht wie ein Protoss-Spieler, aber. Wow. Ein Kanadischer. Wow. 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 Dieser Hass gegen Protoss. Ich habe gar keinen Hass gegen Protoss. Naja, auf jeden Fall Oracle-Halluzination. Ja, sowas gefällt mir eigentlich immer vom Spieler, der das Stargate gespielt hat, ganz gut. Wenn du richtig funky bist, schießt du deine Halluzination auch selber ein bisschen an. Dann sieht er nämlich, ja, verletzt. Das muss ja echt sein. Aber nee, ist natürlich dann nicht so. Aber das wird wieder ein Makro-PvP. Die PvPs, die wir gesehen haben, waren bis jetzt eigentlich immer relativ makro-heavy. Also wenig durchdrücken, keine Proxy-Gate, gar nichts. Mhm. Naja. Der Spritzbeutel, ey. Naja, der ist hart verliebt in dich. Ja, ich glaube auch. Fast härter als Sana in Hero Marine. Kennst du die? Die ist richtig verliebt in Hero Marine. Die hat sogar in ihrer Twitter-Beschreibung oh, und voll verliebt in Hero Marine und so. Richtig, richtig nice. Was ist da los? Ich bin auch voll verliebt in Hero Marine. Oh, das hättest du jetzt nicht sagen müssen. Das gibt auf jeden Fall ein Attentat von Sana. Alright. Obwohl gegen ein 15-jähriges Mädchen sollst du noch gewinnen. Ah, das ist halt so das Alter, wo es dann echt schwer wird. So even point, Freunde. Ja. Ach ja, die ersten Kolosse sind schon bei Lilbo im Bau. Ich glaube, den ersten hat er sogar schon fertig, wenn ich mich recht entsinnen konnte. Und das würde bedeuten, dass er richtig weit vorne ist. Aber eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn das Robo-Bay so spät ist, bei Gungfu-Banner, dass da tatsächlich schon Koloss steht. Ne, steht auch keiner, aber 3 Immortals. Nun gut, trotzdem ein Koloss-Vorsprung sozusagen. Ja, und die Robotics-Bay ist halt erst für Gungfu in Arbeit. Das heißt, wie wir vorhin gesehen haben, mehr Kolosse ist immer besser. Das ist halt für Gungfu momentan halt nicht so nice. Wie aber alt ist Sylvanas? Tja, 20. Da hätte ich schon wieder keine Chance. Da wäre vorbei. Die wird dich hart zerbersten, ja. Auch mit was macht das Alter da aus? Die Stärke? Ist der Älter, desto stärker? Ja. Okay. Das ist halt wie Leveln in einem Rollenspiel. So. Aber irgendwann fällt es auch wieder ab. So, bei Level 85 stimmt, oder so geht es wieder runter. Ja, das ist halt, ne? Der DK. Bis dahin steigt's. Also Level 84 ist so ein maximales Level. Level 84 ist so. Overpower. Also richtig, richtig krass gut. Das Kommentare ist so wie Protoss. Ich finde die Kommentare im Chat teilweise gut. Tu mal die Oma winken. Aber nur gut. Wir sehen, dass Kung Fu Banda noch keine dritte Base angedrückt hat, während Lilbo, der im Supply auch ordentlich vorne ist, 48 gegen 46 Worker, der hat seine dritte Base schon 30 Supply fast vorne und das ist fast alles Army Supply. Ich weiß gar nicht, wie sowas passieren kann. Aber man muss auch ganz klar sagen, der Lilbo sagte, ich bin in langen Makro-Games nicht so gut. Ist natürlich im Prinzip Quatsch. Also der kann schon sehr solide seine Makro-Games spielen im PvP. Also der ist für sich gesehen auf seine anderen Matchups nicht so gut im Makro-Game hier im PvP. Aber overall ist er natürlich trotzdem gut. Ja, und jetzt, ich weiß nicht, er läuft jetzt auch einfach rüber. Er hat 60 gegen 41 Army Supply. Gungfu macht das Gleiche. Aber Gungfu sollte da eigentlich richtig hart ins Gesicht kommen. Richtig hart. Richtig hart ins Gesicht bekommen. Ist das dein Herz? Junge. Schön. Ach Mann. Schön, Silvano. Ja, die Rocks wurden aber zerstört. Sprich, er kauft sich auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Aber wir sehen schon, gegen eine Protoss-Armee kann man sich tatsächlich nicht so viel Zeit kaufen. Genau, gut, du solltest lieber mal ein Buch schreiben, ja. Oder Gartenarbeit machen. Die Frau kam auch nie wieder, die hat direkt einen Schock bekommen. Ich fand die super. Egal. Ich hab das Highlight gesehen, das war echt lustig. Splash. Auf jeden Fall geht's jetzt drauf für Lilbo mit 20 Supply Vorteil, Army Supply, ja auch 20 ungefähr. Auf der anderen Seite die Stalker, fehlen natürlich auch im Fight, aber die machen auf jeden Fall ordentlich Schaden gegen Probes. Jetzt natürlich die Frage, warum lässt er sich eigentlich von einem Oracle da so verarschen? Also ich glaube, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, ich kann nicht in den Natural rein, aber hier hat er 15 Probes verloren und das war definitiv eine Fehlentscheidung. Ja, dafür verliert Gungfu die dritte.
Worker technisch jetzt Gungfu dementsprechend auch, dass dadurch, dass er 21 Probes gekillt hat vorne. Aber er soll einfach drauf gehen jetzt. Ja, eigentlich schon. Ich meine, da ist halt nichts da. Da kommt jetzt das dritte Koloss noch mit dazu. Aber dritter Koloss plus die Immortal könnte auf jeden Fall, kann auf jeden Fall nochmal eng werden. Da kommen jetzt hin. Aber 23 Probes verloren, das ist schon ziemlich harter Tobak. So viele Zelets, die fressen sich da auch gut durch. Oh, Tindacrow. Boah, diese Käse. Hast du die Muffins von ihr probiert? Hm? Muffins? Ja. Wann gab's Muffins? Warst du auf der ESL-One? Nee. Da, es gab Tindacrow und Muffins mitgebracht hier zur Party am Samstag. Also bin Samstag bin ich ein bisschen früher gegangen. Ach so, ja. Die hatte Käsekuchen-Muffins bei und Nuss-Muffins. Boah, die Käsekuchen-Muffins. Geil. Junge. Also die waren echt richtig nice. Nächstes Mal bei sowas kannst du mir auch eine WhatsApp schreiben, dann komme ich wieder. Ich dir? Ja. Okay, mache ich. Ich habe auch leider nur einen bekommen, aber ich hätte tatsächlich alle von essen können. Die hätten ein bisschen größer noch sein können, finde ich. Das wäre richtig Value gewesen. Und naja, wir sehen auf jeden Fall, die Stalker von Gungfu sind ja schon wieder am Rumstressen. 120 gegen 135 Supply, der ist immer noch hinten. Und das ist alles Army Supply. Sag mal, aber wie hat er geil sich gerade selber rausgeforcefield? Ja, ich glaube schon, ne? Das wäre smart. Aber wie nice macht das Kung-Fu eigentlich mit dem Link-Stalker so richtig viel Damage? Ich meine, das waren irgendwie 5 Stalker oder sowas und wie viele Probes die eigentlich kaputt gemacht haben? 12. Na, insgesamt vorhin auch noch. Ja. Also 21 und 12. Ja. Kannst du das addieren? Nee. Ja. Ich auch nicht. 700? Mindestens. Oh, also gefühlt 1000. Auf jeden Fall. Ja. Gefühlt hast du da 700 Arbeiter verloren. Ich meine, Lilbo hat am Anfang, also der hätte da den Kung-Fu schon, also von der Armee her, denke ich, crushen können, aber so mit Kung-Fus Stalkern hat er sich da wieder Zeit gekauft und auch wieder zurück ins Spiel geholt. Ja, Lilbo hat sich tatsächlich von den Stalkern ziemlich krass verarschen lassen. Aber nun gut, wie gesagt, er hat immer noch besseres Army-Supply, sprich, wenn er da einen guten Fight nehmen kann, irgendwie könnte das noch funktionieren. Ich würde gerne mal die Upgrades sehen, aber die werden leider nicht gezeigt und es wird auch keine einzelne Einheit angeklickt. Von daher kann ich euch das gerade nicht sagen. Da das zweite Council von Lilbo gerade erst kommt, na, er hat weder Blink noch Charge, sehe ich doch richtig, oder? Weil das würde bedeuten, dass er kein Plus 2 haben kann. Ja, wir müssen da kommt Charge. Aber wenn er drückt das Plus 2 jetzt an und bei Gungfu kommt das Plus 3 schon. Also ja, er hat das essentielle Plus 2 halt schon fertig, sprich den Fight kannst du eigentlich nicht gewinnen. Selbst mit mehr Army-Supply kannst du den nicht gewinnen. Ja, das sieht er auch ein, zieht sich erstmal zurück. Tja, Mollum. Was? Der Lambo hat echt den guten Moment, um den Eject-Button zu drücken, hat er sich ausgesucht. Eject. Ja. Danke. Bitte. Vorteil Terraner, sagt die Cheese, oder? Puh, Attentat! So, sorry. Ach man, der Mollom, ey. Der ist auf einem ganz anderen Dank-Level als ich. Wow. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Nicht zu denken, ja. Und, Was? Weiß nicht. Sag doch mal was. Du spielst ja selber auch Starcraft. Ist ja nicht so, als wüsstest du nicht, was da passiert. Ja, das sind Einheiten und die hauen sich gegenseitig auf die Fresse. Sehr interessant. Ja, das ist alles, was passiert, zusammengefasst. Wobei Lilbo halt auch ziemlich wack ist. Wieso ist das zweite Angriffs-Upgrade so viel essentieller? Naja, also sagen wir mal, wenn du plus 1 ist natürlich wichtig. Und dann das Plus 2. Und das Plus 2 ist halt im Vergleich zum Plus 3 nicht mehr ganz so wichtig. Weil du hast eh genug Damage-Output, auch vom Koloss-Count her, damit die Zealots und der ganze Support dahin schmelzen. Ja, sprich, du brauchst nicht unbedingt ein Plus 3. Aber das Plus 2, das merkt man schon. Also, ich weiß nicht genau, ob man einen Schuss weniger braucht oder so für die Zealots. Aber du hast auf jeden Fall ab dem Zeitpunkt so viel mehr Damage-Output im Vergleich zu Plus 1, dass sich das ganz klar bemerkbar macht. Natürlich ist das Plus 3 auch besser, also brauchen wir nicht drüber argumentieren. Ist nicht so, als würde Plus 3 jetzt nochmal einen riesen Unterschied machen. Es hilft halt nur noch zusätzlich. Ja, Lilbo, der ist jetzt auf dem Vormarsch. Er hat auch direkt noch 8 Gates. Und Gungfu, der zieht den Dark Shrine nach. Möchte vielleicht auch mit Warbins und so weiter arbeiten. Fape hat für das nächste Mal Zitronenmuffins bestellt. Möchtest du mich betrügen, Tindacrow? Zitronenmuffins sind richtig AIDS. Was? Richtig AIDS. Was? Ja, Zitronenmuffins. Hast du überhaupt was aus deinem Mund kommt? Zitronenmuffins und Kuchen wieso, ist richtig scheiße. Wenn die gut gemacht was? Werden? Nee. Zitronenkuchen ist geil. Auch. Richtig kacke. Findest du? Ja, dann hast du bisher einfach schlechten Zitronenkuchen gegessen. Ich schäme mich neben dir. Zitronenmuffins schmecken nicht, Zitronenkekse schmecken 500 nicht. 500 Euro und er muss einen ganzen Zitronenkuchen essen. Boah, da kotze ich lieber. 500 Euro und ich esse 5 Zitronenkuchen. 5 nee, Euro und ich esse 5 Zitronenkuchen, solange wie die Zitronenkuchen. Da kotzt er aber schon. Ich meine, 5, kommt drauf an, wie groß sie sind. Easy. No challenge.
Ich mag echt Zitronenkuchen, mag ich echt gar nicht. Grandmaster Kuchen essen. Top 10 auf jeden Fall. All Muffins are beautiful. Naja, der Push auf die Goldbase, das war vielleicht ein bisschen mutig von Kung Fu Banda, die Goldbase zu nehmen. Sein Plus 2 hat der gute Lilbo jetzt auch schon. Hm. Nee. Sind Narutos Haare schon gefärbt worden? Ja, die sind schon blau. Boah, da kommt direkt der Recall gegen ein paar Zealots und ein paar Dark Templar. Aber guck dir mal diese Pylons an, ja? Wenn der Pylon jetzt fällt, dann ist da auf jeden Fall zappenduster, Freunde. Mhm. Aber dafür hat er 37 Pylons an dem Nexus, an der dritten Base, wo kein Gebäude ist. Ja, na, baut er ein paar neue mehr. Ich mach dir wieder Käsekuchen-Muffins, aber größere. Dankeschön, liebe Tinder Crow. Das ist nett. Boah, oder Pizza-Muffins. Pizza-Muffins sind richtig geil. Ja, bam. Siehst du, da können wir uns doch auf was einigen. Ja. Du kannst ja gerne einen Zitronenmuffin haben, aber ich werde den nicht anrühren. Das, guck mal, das ist immer gut, wenn du weißt, jemand anders mag das nicht, dann stellst du einfach Zitronenmuffins hin. Denkst du, joho, ja, mehr für mich. Ich weiß, was ich zu meinem nächsten Geburtstag für die Firma mitbringe. Danke. So, da kommt erstmal ein Mainfight von Lilbo und Kung Fu Banda, währenddessen in der Main auch noch ein paar Zealots unterwegs waren, aber die sollten dann demnächst geklärt werden, auch wenn es noch blinkt. So viele Archons von Kung Fu Banda, die natürlich super buffern, aber ich weiß nicht, warum die Kolosse da nicht mit drauf gehen. Na, ist halt schade. Schade. Für einen Kung Fu. Aber wenn er dann. Hat er noch eine Leaf in Time Up? Ja, da. Und damit reicht er. Und er muss unbedingt auf die Kolosse gehen. Muss einfach die Kolosse weglasern. Zwei fallen jetzt. Da sieht man wieder, wer mehr Kolosse hat, den geht's wesentlich besser. Man bräuchte halt ein bisschen Meat Shield auch noch. Und. Ja, das ist in der Main Base. Könnte er mal ausladen. Aber wird da weiter stressen. Oh oh. Und der Stream sagt nein. Oh oh. Oh oh. Da ist er wieder. Ja, Warplus mal Maletrik wieder aus. Und Ami ist bleitechnisch. Ja, da ist Lilbo mittlerweile hinten. Und der hat selber gesagt, er ist nicht so super gut in langen Makro-Games. Und tatsächlich scheint sich das hier zu bewahrheiten. Aber da muss man sagen, die Entscheidung da bei seinem Push, als er sich von den Stalkern so hart hat verarschen lassen, das war wirklich mehr als fragwürdig. Und jetzt hat er natürlich große Probleme, hier irgendwas zu machen gegen Kung Fu Banda. Ja, der hat schon wieder 8 Probes gekillt. Da steht ein Dark Templar plus das Warplus mal. Tja, und der ist 31. Play hinten, der gute Lilbo. Der Lambo hat sich auf die Fliege gesetzt und ist auf und davon. Ja. Lambo ist RIP. First Person jetzt, da kommt wieder Production Value von Kung Fu Banda. Diesmal auch der richtige Spieler in der First Person. Mhm. Macht jetzt auch noch ganz viele Achtens, weil der vorhin, habe ich gesehen, plus ein Schild hat er halt fertig. Ist dann ziemlich nice, wenn man viele Achtens hat. Chrono Boost expired. Warp Gate complete. Auf jeden Fall geht es da jetzt wieder drauf und ich denke, dass er den Fight sollte er locker gewinnen. Da sieht man auch mal schön das Micro im PvP. Und ja, ihr seht schon, Lilbo hat da einfach zu wenig und der wird hier zerberstet werden. Zack, da ist die First Person wieder raus. Und das wird das 1:0 für den deutschen Vertreter werden. Für Kung Fu Banda, liebevoll genannt. Andrea. Guana Banana. Nichts. Hast du nichts gesagt? Das ist Andrea. Ja, so heißt die Mama. Ja. GG von Lilbo. 1:0 für Kung Fu Banda. Da rastet das deutsche Publikum komplett aus. Die ganzen Fangirls.